heute zeige ich euch, wie ich Hähnchen süß-sauer zubereite. Folgende Zutaten benötigt ihr: Hähnchenfilet in Würfel geschnitten, Paprika, Gelb, Grün, Rot, Cherry-Tomate, Zwiebeln, ein reifer Ananas, wenn ihr mögt, Pepperoni, wenn ihr etwas scharf haben möchtet, und Lauchzwiebeln. Das ist Maisstärke, Tomatenketchup, helle Sojasauce, 5% Essig und Zucker. Den Ketchup mit den Soßen und Zucker zusammenmixen. Dabei nach eurem Geschmack abschmecken. Ich gebe etwas Wasser dazu, damit die Soße nicht so dickflüssig wird. Und jetzt die Maisstärke hinzugeben. Und so lange umrühren, bis keine Klumpen da sind. Und jetzt etwas Salz auf den Hähnchenbrust geben und mit der Maisstärke panieren. Und jetzt Öl in den Wok geben und heiß werden lassen. Ihr seht, dass das Öl heiß ist, wenn Luftblasen entstehen. Jetzt das Hähnchenfleisch in den heißen Wok geben. Zwischendurch die Hähnchenteile wenden, damit sie gleichmäßig frittiert werden. Wenn die Hähnchenteile goldbraun sind, aus dem Wok nehmen. Jetzt Knoblauch in heißem Wok anbraten, wenn ihr mögt. Dann Zwiebel und die Tomaten anbraten. Dann Paprika und Ananas hinzugeben. Dann alles gut anbraten. Dann mit der Soße nach eigenem Geschmack abschmecken. Weiterhin anbraten, bis das Gemüse durch ist. Zwischendurch, wenn Bedarf da ist, mit der Soße abschmecken.
wenn alles gut durchgebraten ist, Hähnchenfleisch hinzugeben. Zum Schluss Frühlingszwiebel und Pepperoni hinzugeben. Dann alles gut unterheben. Dann alles schön anrichten, denn ihr wisst ja, das Auge isst mit. Und fertig ist unser leckeres Hähnchen zu sauer. Ich wünsche einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Für die Benachrichtigung und die neuen Rezepte die Glocke nicht vergessen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Rezept gefallen hat oder wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt.